Okay, meine Freunde, ihr wisst, wie es läuft. Ne? Wir gehen wieder rein. Letzte Video war eine Katastrophe. Da habe ich komplett reingeschissen. Also bei der Rapper-Zuordnen-Folge. Die ist schon ein bisschen neuer. Ich war jetzt eine Weile offline, weil ich ziemlich lange krank war. Deswegen haben wir ein bisschen was nachzuholen. Darunter, wer rappt denn sowas? Part 4 Zuschauer-Special. Ja, oder Zuschauer-Spezial. Da habe ich ja extra zu aufgerufen, da mal was einzureichen. Ne? Damit auch ein paar Lines drin sind, die ich kennen könnte. Mal gucken, ob ihr fleißig wart. Ja, wir schauen. Ratet gerne mit und sagt am Ende eure Punktzahl. Wir gehen rein. Let's do this. Jetzt muss ich bestimmt wieder meine Kamera, ne? Jetzt will er wieder, dass ich woanders bin, ne? Let's go. Okay, Leute, passt auf, ey. Sendet mal alle Lines, okay? Aber verratet nicht, okay, dass ich euch geschickt habe. Sendet mal alle Lines rein von Edgar Wasser. Ganz viele Edgar Wasser. Vor allem, wie ich das so voll auf heimlich verkaufe, ne? Ich lade es einfach hoch, so, in die Welt da draußen, aber ich tue so, als würde ich so ein Geheimnis erzählen, Bruder. Was ist mit dem Jungen los, Alter? Eins. Folgt alle den Influencern und schickt ihnen Lines von Edgar Wasser. Eine Woche später. 54 Anfragen. Deutschrapper, die wir noch nie in unserem Leben gehört haben, Digga. Null Edgar Wasser Lines. Was? Moin, hatte schon eine Zeit lang ein paar Zeilen vorbereitet, hab quasi nur auf den Moment gewartet. Anbei kommen nun 14 Komplettvorschläge, Bruder. Ach kommt, Mann, warum seid ihr denn so scheiße? Was hab ich denn für eine Community, Alter? Ich dachte, das ist ja richtig peinlich, Alter. Episch aufgebaut, ja. Ach, damn. Oh nein, was kommt jetzt, Alter? Wenn sie sagen, Rapper, die sie noch nie gehört haben, wer kommt denn jetzt um die Ecke? Aber mal gucken. Okay. Ich bin gespannt. 20 Punchlines, 4 Rapper zur Auswahl. Okay. Ah, genau, so war das. Ja. Ja, ja, ja. Also machen wir das nicht, denke ich. Okay, also, wenn ich den Rapper richtig zuhört, dann kann ein Punkt. Wenn ich es vorher weiß, bevor es aufgedeckt wurde, 3 Punkte, dann kann ich aber nicht nochmal raten. Und wenn ich den Song weiß, ein Bonuspunkt. Also maximal 4 Punkte, ne, pro Runde. Auf entspannt, wir machen easy, Digga. Let's go, gib mir die Namen, Alter. Los! Und deine Mutter wird 410 Euro blasen, denn ich weiß sie zu schätzen wie Seeräuberkarten. Die kenne ich. Warte mal, und deine Mutter wird für 10 Euro blasen, denn ich weiß sie zu schätzen wie Seeräuberkarten. Fuck, Digga, ich kenne sie. War das sogar Entertainment oder war das Kollege? Ich kenne die fucking Line. Deine Mutter wird für 10 Euro blasen, ich weiß sie zu schätzen. Scheiße, ich kenne die Line, aber ich habe Angst, vorher den Namen zu nennen, deswegen warten wir. Ja, wir warten. Ich sag ehrlich, ich gebe zu, ich nehme Farid, ich hätte jetzt länger gestruggelt, aber Chat hat schon gespoilert. Von dem her, ja, ich habe jetzt einen Punkt, vielleicht hätte ich auch so Farid genommen, weiß ich nicht, aber ich habe jetzt erst Emote Only rein, ne, zur Transparenz, ja, aber jetzt kann keiner mehr vorsagen. Also, let's go, ja, Farid, er schummelt, ja, also ein Punkt in Klammern. Aber wüsste ich auch den Track jetzt nicht. Wird für 10 Euro blasen, denn ich weiß sie zu schätzen wie Seeräuberkarten. Ich kannte die Line, safe. Weiter. Wer zuletzt lacht, lacht am besten. Wer zuletzt lacht, lacht am besten. Was ein Schwachsinn. Wer zuletzt lacht, der hat den Witz nur nicht verstanden, Digga. Finde ich funny. Aber von wem ist die Line? Okay. Ich hätte jetzt gedacht, irgendwie so eine Meckes-Line oder so. Vom Humor-Level einfach, ne? Ich kann mir nicht vorstellen, dass Marjo diese Line kickt. Dafür ist sie schon fast zu deep. In Takt 32 glaube ich eigentlich auch nicht. Warte mal, wer würde denn Schwachsinn auf Standen reimen? Ich glaube Caruso. Ich sag, das ist Caruso. Ich glaube, ein Alias würde das so nicht schreiben. Aber könnte sein, ne? Würde ich nicht ausschließen. Bro. Wer zuletzt lacht, lacht am besten, was ein Schwachsinn. Wer zuletzt lacht, der hat den Witz noch nicht verstanden. Auf entspannt, zweiter Punkt, wir gehen weiter. Jeder will ein Stück. Oh, warte, wir lassen das mal durchlaufen.
Jeder will ein Stück mit auf den Trittbrett. Bitte widmet mir ein Diss-Track, weil immer Promo in Kritik steckt. Als ich Super Size Me sah, wollte ich unbedingt ein Big Mac. What the? Wer soll das sein? Also, wenn ich das geschrieben habe, dann weist mich ein. Das müsste ich wissen. Wenn wir ein Stück mit auf dein Trittbrett widmet mir ein Diss-Track, weil immer Promo und Kritik streckt. Als ich Super Size Me sah, wollte ich unbedingt ein Big Mac. Das ist nicht Alligator. Der Gio ist es auch nicht, da bin ich mir ziemlich sicher. Das ist nicht sein Stil. Ah, das ist schwer. Das könnten echt beide sein. Macis Fettoni ist beides möglich. Ich würde jetzt, Trittbrett widmet mir ein Diss-Track, weil immer Promo und Kritik streckt. Super Size Me sah, wollte ich unbedingt ein Big Mac. Ah, das ist schwer, Digga. Es könnte Macis sein, aber es könnte auch Fettoni. Ich sag Fettoni, aber ich sag ehrlich, ich sag nur Fettoni, weil der auch viel released so und von dem her ich mir vorstellen könnte, dass die, ich meine, Macis, der kommt nicht mehr so viel, oder? Könnte halt eine sehr alte Line sein. Ich sag Fettoni. Mal gucken. Aber könnte Macis auch. Macis auch, auch safe possible. Jeder will ein, ja, Mann. Mit auf den Trittbrett. Bitte widmet mir ein Diss-Track. Weil immer Promo und Kritik steckt. Das heißt, wie sah, wollte ich schon unbedingt ein Big Mac. Nice. Aber mir gefällt vom Stil, gefällt mir die Folge schon sehr gut. Ich bin nur noch für Zuschauerfolgen. Weiter. Schade, dass ich bis jetzt nichts einfach aus dem Ärmel schütteln kann, ne? Ich muss immer warten. Begrabe Spinner, lass sie lauschen, wie die Gräser wachsen, mit einer Stimme so atemberaubend wie ein Leberhaken. Gräser wachsen, Leberhaken, lauschen, lass sie lauschen, atemberaubend. Begrabe Spinner, lass sie lauschen, wie die Gräser wachsen, mit einer Stimme so atemberaubend wie ein Leberhaken. Er hat doch gesagt, null Edgar Wasserlines, oder? Also eigentlich dürfte doch jetzt keine drin sein, oder nicht? Oder meint ihr, das war so Joke-mäßig gemacht? Weil eigentlich hätte er es ja dann schon verraten. Das Problem ist, wenn es eine Edgar Wasserline ist, kenne ich den Song nicht. Oder er sagt mir nichts. Also vielleicht mal gehört, aber das ist sehr schwierig. Also Edgar Wasser sollte es nicht sein. So, das ist wirklich ein Song, den ich kenne. Spinner, lass dir lauschen, wie die Gräser wachsen, mit einer Stimme so atemberaubend wie ein Leberhaken. Also Jizzes glaube ich nicht, dass der Lauschen überhaupt sagt. Dass er sie lauschen lässt. Genauso wie in Faith. Lass sie lauschen, wie die Gräser wachsen, mit einer Stimme so atemberaubend wie ein Leberhaken. Ich glaube, dass Tavash sich schon viel einbildet auf seine Stimme. Hier mit Sido, wisst ihr noch? Gold, wie hieß denn dieser Song? Das Gold wert. Wie hieß denn dieser Song? Das Gold wert. Egal, ich glaube, es ist Tavash. Weil es vom... Der würde am ehesten noch diese Wortwahl benutzen, glaube ich. Und ich glaube, da denkt seine Stimme Ultrakiller. Ah, den kenne ich sogar, den Song. Ah, das ist ärgerlich, weil ich den Song kenne. Hätte ich auch so wissen müssen, eigentlich. Sehr schade. Okay, aber wir sind bis jetzt gut dabei. 4 Punkte. Oh Gott, oder Flüchtlinge, die Kurs nehmen auf Garten Eden, aber nie mehr in ihrem Leben einen Hafen sehen, wie in Indonesien. Über Tausenden das Dach brennt und du dich feierst, denn dein T-Shirt kostet 8 Cent. Okay, da könnte ich jetzt schon sagen, ich sag einen Vorschlag, das wird aber nicht sein. Disaster. Das gibt mir Disaster-Vibes. Ich sag aber nicht, dass es Disaster ist, weil ich habe Angst, dass ich einen Punkt verliere. Von dem her gucken wir mal weiter. Wenn es Disaster dabei ist, dann wäre Goldgrube. Na shit, Digga, ist nicht dabei. Okay, aber ich habe ja nicht fix gemacht, ne? Warte mal. Flüchtlinge, die Kurs nehmen auf Garten eben, aber nie mehr in ihrem Leben einen Hafen sehen, wenn in Indonesien über 1000 das Dach brennt und du dich feierst, denn dein T-Shirt kostet 8 Cent. Ich glaube nicht, dass das Sido war. Ich glaube auch nicht Alligator. Ich glaube, Alligator hat einen anderen Schreibstil. Und Sido würde es auch anders formulieren. Das Problem ist, Contra K höre ich gar nicht. Und PA? Kurs nehmen auf Garten eben. Aber nie mehr in ihrem Leben einen Hafen sehen, wie in Indonesien, über 1000 Uhr das Dach brennt und du dich feierst, denn dein T-Shirt kostet 8 Cent. Ich sag jetzt PA, aber es, weil ich nicht weiß, ob Contra, was Contra so macht, so, keine Ahnung. Aber glaube, weiß ich nicht, ob der so gesellschaftskritisch unterwegs oder ist. Oder Flüchtlinge, die Kurs nehmen auf Garten Eden, aber nie mehr in ihrem Leben einen Hafen sehen, wenn in Indonesien über Tausenden das Dach brennt und du dich feierst, denn dein T-Shirt kostet 8 Cent. Das hätte ich wissen müssen. Das hätte ich wissen müssen. Beruhigt euch. Beruhigt euch. Wir bleiben bei 4. Kleiner Schusselfehler. Ne? Jetzt geht's wieder richtig los. Damn.
Frage: Was haben ein Rabbi, ein Priester, ein Koch mit 3 Eiern, ein Flyerverteiler mit einem Paket Flyern, ein Esel, 2 Geier, ich und 300 Freier gemeinsam? Hä? Wir könnten alle dein Vater sein, Digga. Wer schreibt das denn, Alter? Keine Ahnung. Keine Ahnung. Boah, also ich glaube nicht, dass das eine Alias ist. Ich glaube auch nicht, dass das ein B-Tight ist. Ich glaube auch nicht, dass das eine Faith ist. Ich war nie so ein Snagger-Hörer, von dem her hoffe ich mal, ist es Snagger. Ich könnte es null zuordnen. Aber eigentlich würde ich sagen, guck mal, ich sag B-Tight ist stumpf unterwegs, aber auf eine andere Art. Faith ist klassischer unterwegs, von der Reimsetzung und so, würde ich sagen. Ein Alias ist ein bisschen künstlerischer von seiner Art. Und deswegen, weiß ich nicht, deswegen würde ich jetzt einfach das dem Snagger zuordnen, aber vielleicht auch falsch. Frage: Was haben ein Rabbi, ein Priester, ein Koch mit 3 Eiern, ein Flyer-Verteiler mit deinem Paket Flyern, ein Esel, 2 Geier, ich und 300 Freier gemeinsam, können alle dein Vater sein. Ich weiß auch nicht, wie ich mir das erschließe, ne? Aber ich habe das Gefühl, dieses Game ist immer irgendwas für mich, Alter. Ich habe so diese Gabe. 5 Leute, weiter. Grüß die, die mich gefickt haben, oder nein, besser warne sie. Sag ihnen, ich leid an Paranoia, nicht an Amnesie. Ach, da oben stehen sogar immer die Namen, ne? Das check ich jetzt erst. Motion, Bruder, ist sogar ein Zuschauer. Kuss geht raus. Grüß die, die mich gefickt haben, oder nein, besser warne sie. Sag ihnen, ich leid an Paranoia, nicht an Amnesie. Das ist Raff. Das ist Raff. Ich stell mir voll seinen Flow drauf vor. Ich sag Raff. Ganz spontan einfach, vom Feeling. Raff. Oder Kapi? Grüß die, die mich oh, Gott sei Dank. Oder nein, besser warne sie. Sag ihnen, ich leid an Paranoia. Nicht an Amnesie. Easy, ja? Nächster Punkt drauf aufs Konto. 6. Alice Weidel hört mein Demo-Tape am Esstisch und fühlt sich davon sexuell belästigt, Digga. Demo-Tape am Esstisch und fühlt sich davon sexuell belästigt. Das Problem ist, ich habe jedes Mal Angst, einen Namen zu nennen. Dass ich immer warte, weil lieber einen Punkt als keinen. Also ich glaube nicht, dass das ein Semi-Rappt. Ich glaube auch nicht ein Bass-Sultan Hengst. Ein Farid? Und ich weiß, er hört mein Demo-Tape am Esstisch und fühlt sich davon sexuell belästigt. Ich sag jetzt OG Kimo. Irgendwie, kann ich mir vorstellen, irgendwie höre ich ihn dabei. Ich höre irgendwie seine Stimme, wie er mir das reinfloat, so. Zählt eure Punkte, ne? Ich will am Ende vergleichen, wie gut ich abgeschnitten habe oder wie schlecht. Schade. Alice Weidel hört mein Demo-Tape am Esstisch und fühlt sich davon sexuell belästigt. Ja, okay. Knall die Cheerleader wie ein Quarterback. Continentals, Black, Gelados, Playershit, jetzt wird geballert, Desperados. Knall die Cheerleader wie ein Quarterback. Continentals, Black, Gelados, Playershit, jetzt wird geballert, Desperados. Das Problem ist jetzt, der Dude, der das hochgeladen hat oder eingereicht hat, der heißt BBM Designs. San Diego. Wenn das jetzt wirklich San Diego ist, easy Hack. Wenn nicht, ekelhafte Verwirrung. Und jetzt wisst ihr, wie ich durch die Schulzeit gekommen bin, Freunde. Man muss nicht viel wissen, man muss nur logische Zusammenhänge erkennen. Auf jedes Detail achten, Verknüpfungen herstellen und dann kommt ihr durch. Easy, weiter. Denn ich habe ein Muster wie meine Marmorfassaden im fürstlichen Haus mit 40 TVs, überall HD, als verlässt ein Türke den Raum. Ach, HD. Mhm. Hätte es am Anfang auf einen Kolle getippt, so, ne? Von diesem, mit diesem fürstlichen Haus. Aber ich glaube, er würde nicht 40 TVs sagen. Aber ich sage jetzt keinen Namen fest. Wir machen weiter. Wir spielen diesmal ohne Risiko. Denn ich habe ein Muster wie meine Marmorfassaden im fürstlichen Haus mit 40 TVs, überall HD, als verlässt ein Türke den Raum. Ich glaube nicht, dass das ein Mac ist und ich glaube auch nicht, dass das ein SSIO ist.
Oder warte mal, von seinem Flow her? Die Mom of Fassaden. Warte mal, das ist ein Türke den Raum. Ich sag SSIO. Ich sag doch SSIO. Aber könnte auch voll daneben liegen. Aber irgendwie vom Feeling. Please. Ah, es war wirklich Kollege. Warum höre ich nicht auf mein Gefühl? Warum? Das war so offensichtlich. Es war so offensichtlich. Aber genau deshalb. Wie meine Marmorfassaden im fürstlichen Haus mit 40 TVs überall HD, als verlässt ein Türke okay, den Raum. Ich hätte aber trotzdem nicht gedacht, dass er so 40 TVs sagt irgendwie. Habe ich irgendwie nicht so aus seinem Mund gehört, aber egal. Halbzeit. Ja, danke für nichts. Okay, ihr könnt, glaube ich, wieder einreichen. Leute, ihr wisst Bescheid. Schickt da ein paar Lines hin. Was ihr wollt, ihr hört ja sowieso nicht auf mich am Ende, ne? Edgar Wasser? Ihr hört ja nicht drauf. Von dem her, supportet es ein bisschen, damit wir da das nächste Mal wieder Spaß haben. Finde ich bis jetzt sehr unterhaltsam, die Folge. Also die macht Spaß. Sind coole Rapper dabei. Man kann euch doch Lines, Ideen schicken für eine Folge Lines erraten, oder? Ja, genau. Yo, kann man Vorschläge einfach hier per DM schicken? Ja, genau. Oder halt nicht. Kam dann da nichts mehr von, oder was? Die haben gefragt, aber dann kam nichts weiter, oder wie? Ba, 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 danke und viel Spaß. Ja, die Herzchen könnt ihr euch sparen. Was hab ich da gesagt, ey? Danke und viel Spaß. Ja, die Herzchen könnt ihr euch sparen. Warum war ich denn da so wütend? Ich war ja richtig schlecht gelaunt. Ich war ja richtig böse. Aber was sagt ihr? Danke und viel Spaß. Was sagt ihr zu dem Bild? Ich find's nach wie vor hot as fuck. Ja, die Herzchen könnt ihr euch sparen. Okay. Was steht da? Mit Business am Block. Hier lauern Gestalten mit dem Finger am Abzug der Glock. Du merkst ganz schnell den Fall in ein tiefes Loch. Alles, was du sein willst, bleibt ein Film in deinem Kopf. Mhm. Okay. Business am Block, hier lauern Gestalten mit dem Finger am Abzug der Glock. Du merkst ganz schnell den Fall in ein tiefes Loch. Alles, was du sein willst, bleibt ein Film in deinem Kopf. Ich glaube nicht, dass es Kontra ist. Oh, das ist nicht schwierig. Das ist schwierig, Digga. Also Kontra glaube ich nicht. Ich glaube auch nicht, dass es Azad ist. Kurdo kenne ich nicht wirklich. Also ich kenne den Namen und ich habe auch mal was gehört, aber viel zu wenig, um das in irgendeiner Form einschätzen zu können. Das heißt, ich schwanke zwischen Alpa und Kurdo. Ich sage jetzt Kurdo auf Risiko. Ich weiß nicht, ob Alpa ganz so bilderzeichnend mäßig unterwegs ist so oft. Es ist Kontra K, Bro? Am Block yellow angestalten mit dem Finger am Abzug der Glock. Du merkst ganz schnell den Fall in ein tiefes Loch. Alles, was du sein willst, bleibt ein Film in deinem Kopf. Ja, okay. Ihr wisst genau, bin kein Kontra-Fan, von dem her schwamm drüber. Bis alles zu Staub zerfällt, mache ich buntes Papier in einer grauen Welt. Warte mal, kenne ich die Line? Bis alles zu Staub zerfällt, mache ich buntes Papier in einer grauen Welt. Die Line kommt mir mies bekannt vor. Vielleicht, weil sie auch jetzt nicht so übertrieben kreativ ist. Bis alles zu Staub zerfällt, mache ich buntes Papier in einer grauen Welt. Ich glaube nicht, dass es Kolle ist. Wobei, vielleicht auf dem letzten Album irgendwie, da habe ich ja nicht alle Songs gehört. Und das war ja schon so ein bisschen deeper und so, ne? Wer weiß, ob er da irgendwie in so eine Richtung, aber eigentlich glaube ich das nicht. Bei Massiv, da würde ich jetzt, da stelle ich mir voll vor, wie er dieses Staub betont, ne? Bis alles zu Staub zerfällt, Staub. Caruso, und zerfällt mache ich buntes Papier in einer grauen Welt. Ich sag Caruso. Aber nur weil die gesagt haben, Rapper können öfter vorkommen. Logische Zusammenhänge und so, wisst ihr noch? Und bis alles zu Staub zerfällt, mach ich buntes Papier in einer grauen Welt. Bro, und dann. Ach, shit, Digga. Ich kannte den Song, aber ich hätte es nicht mehr zuordnen können. Habt ihr ja gemerkt. Bei wie vielen Punkten bin ich? Ich hänge immer noch auf 7 rum. Damn, ich brauche jetzt langsam mal Bonuspunkte. Gib mir jetzt mal irgendwie eine geile Line. Und wer hat denn anonym eingereicht? Wie kann man denn anonym im Internet eine Nachricht kriegen? Telegram oder was? An alle Mädels da draußen, ihr liked meine Pics.
Ich kann das sehen und nicht glauben. Nein, ich schreibe nicht zurück. Okay. Ihr liked meine Pics, ich kann das sehen und nicht glauben. Nein, ich schreibe nicht zurück. An alle Mädels da draußen, ihr liked meine Pics, ich kann das sehen und nicht glauben. Okay, Mädels da draußen, warte mal. An alle Mädels da draußen, ihr liked meine Pics, ich kann das sehen und nicht glauben. Nein, ich schreibe nicht zurück. Das ist safe nicht Moneyboy. Ich glaube auch nicht, dass es Flair ist. Es ist Summer Jam oder Goldstein. Den kenne ich aber null, Digga. Nie was gehört von dem her sage ich Summer Jam. Bitte, Digga. Bitte nicht Goldstein, Digga. Ach komm, Bruder. Warum? Ja, wenn ich den öfter hören würde, hätte ich es vielleicht zuordnen können von der Reimtechnik und so, ne? Aber null Bezug zu dem. Ach, jetzt hör doch auf. Ich feiere meinen Junggesellenabschied auf der Reeperbahn. Jetzt kommen bestimmt so 187er und die ganze Scheiße, ne? Jetzt kommen diese ganzen Hamburger, um mich zu verwirren, ne? Ich feiere meinen Junggesellenabschied auf der Reeperbahn im Elefanten-Ganzkörperkostüm. Was gibt es Schöneres? Kollege aus der Handybox. Mein Blick sagt, bitte töte mich. Also ein Lars wäre naheliegend wegen dieser Kollega-Thematik damals. Aber der würde doch nicht von der Reeperbahn sprechen und von einem Elefanten-Ganzkörperkostüm, Bro. Ich habe meinen Junggesellenabschied auf der Reeperbahn im Elefanten-Ganzkörperkostüm. Was gibt es Schöneres? Kollege aus der Handybox, mein Blick sagt, bitte töte mich. Also ich hoffe nicht, dass es Lars war. Dass es Lars war. Kommen wir jetzt zu Disaster. Weekend auch nicht, oder? Wobei Weekend schon sehr selbstironisch unterwegs ist. Aber was soll er über Hamburg und Reeperbahn rappen, Bruder? Also Cars oder Weekend? Ich sag Weekend. Ich sag trotzdem Weekend, einfach so vom Humor so. Mit diesem Kollege aus Sandybags, sagt bitte töte mich. Ja. Abschied auf der Reeperbahn im Elefanten-Ganzkörperkostüm. Was gibt es Schöneres? Kollege aus der Handybox, mein Blick sagt bitte töte mich. Ja, okay, okay. Wey. Disaster einfach falsch geschrieben. Da fehlt ein R, ne? Das ist peinlich. Schämt euch. Ich will im nächsten Video ein Statement und eine große Entschuldigung für diese Respektlosigkeit, Mr. Influencer. Schöneres Kollege aus der Handybox, mein Blick sagt, bitte töte mich. Ich glaub dir gern, dass du dein Auto Bombe findest. Ob du in deinem Bombenauto... Okay, warte mal. Okay, das ist interessant. Ich glaub dir gern, dass du dein Auto Bombe findest. Ob du in deinem Bombenauto meine Autobombe findest. Bevor du dein Bombenauto zündest, glaube ich zu 0%. Mutterficker, das macht, glaube ich, Boom. Ich habe keine Ahnung. Wer sowas schreibt. Okay. Oh, warte mal. Das ist nicht Savage? Das ist nicht Alligator? Das ist Faith. Oder Tarek? Mutterficker. Ich sag Faith. Könnte aber auch Tarek sein. Ich glaube, die anderen beiden safe nicht. Faith könnte ich mir vorstellen, dass er so eine irre Line schreibt, so. Ja. Ich glaub dir gern, dass du dein Autobombe findest. Ob du in deinem Bombenauto meine Autobombe findest. Bevor du dein Bombenauto zündest, glaube ich zu. 0% Mutterficker, das macht, glaube ich. Boom. Okay, wir sind gut dabei. Meine Uhr ist zu krass und funkelt mitternachts. Deine Uhr ist ein Fall für Munich Wristbusters. Ich habe keine Ahnung, was das überhaupt sein soll. Was ist das denn? Kann das irgendein Mod schreiben? Was ist ein Munich Wristbusters? Ein Instagram-Account der Uhren checkt, ob die echt sind. Okay, das ist schon mal ein guter Hinweis. Kenne ich halt gar nicht, ne? Ich bin ja auch gar nicht in dem Schmuck-Uhren-Game drin. Meine Uhr ist zu krass. Lass mich mal überlegen von der Wortwahl. Meine Uhr ist zu krass und funkelt mitternachts. Deine Uhr ist ein Fall für Munich Wristbusters. Ich glaube nicht, dass das Sunny ist. Ich glaube auch nicht, dass es Summer ist. Ich glaube, das ist jetzt SSEO. Oder Farid? Ich sag SSEO. Please. Meine Uhr ist zu krass und funkelt mitternachts. Deine Uhr ist ein Fall für Munich Wristbusters. Munich Wristbusters. Ganz neuer Begriff für mich. Aber wir kommen ganz gut durch, ne? Ich sammle leider wenig Bonuspunkte, aber im Großen und Ganzen kommen wir ganz gut durch. Schmeiß im Daimler eine Party mit Bad Bunnies und Bacardi. Echo Freezy läuft im Auto und auf dem Weg in die Lobby. Achso, und auf dem Weg in die Lobby. Okay. Schmeiß im Daimler eine Party mit Bad Bunnies und Bacardi. Echo Freezy läuft im Auto und auf dem Weg in die Lobby.
Ah, das ist hart. Ich glaube nicht, dass es ein Chakusa ist. Ein Sierra Kid glaube ich auch nicht. Irgendwie könnte ich mir einen Zilla vorstellen. Das Problem ist, Lelano kenne ich halt nicht, Digga. Ich kenne den Dude, aber ich kenne die Mucke nicht. Ich sag Zilla so, aber eigentlich kann ich mir das von keinem vorstellen. Außer von Lelano, weil ich ihn nicht kenne, aber ich versuche es einfach mal per Glück so. Weiß im Daimler eine Party mit Bad Bunnies und Bacardi. Echo Freezy läuft im Auto und auf dem Weg in die Lobby. Labi. Ah, okay. Bacardi, Party, Labi. Noch nie gehört den Song. Kenne ich gar nicht, Digga. Mit Oleg Sesh, Massiv, Sierra Kid, DCV, DNS. Von Echo Fresh nie gehört, Bruder. Noch nie gehört. Ich träume von dir, doch wenn ich aufwache, ist es nicht wie früher. Ich habe das Gefühl, ich finde nie wieder Glück. Wieso gibt es bei der Liebe keine Hintertür? Und das ist aber süß geschrieben. Okay, da kommt man vom Schreibstil. Ich glaube, vom Schreibstil kann man... Ach du Scheiße. Ach du, was haben wir denn jetzt hier für Kandidaten? Was haben wir denn jetzt hier für Kandidaten? Das Gefühl, ich finde nie wieder Glück. Wieso gibt es bei der Liebe keine Hintertür? Ich sage, das ist Maestro. So in Verbindung mit Mois damals. So auf Love und so. Für die süßen Girlies da draußen. Bitte lass nicht falsch liegen, Digga. Aber das ist so Maestro, oder? Oder Mois? Ich träum von dir, doch wenn ich aufwach, ist es nicht wie früher. Ich hab das Gefühl, ich find mir wieder Glück. Wieso gibt es bei der Liebe keine Hintertür? Ey, aber ich sag dir ehrlich, eigentlich ist es auch, kann man das gelten lassen. Schade. Die Scheiße war reifes Kino. Kamerateams rutschen nachher einfach raus wie Beleidigungen gegen Gio. Wer hat denn das nochmal gerappt, Digga? Die Scheiße war reifes Kino, Kamerateams rutschen nachher einfach raus. Wie Beleidigung gegen Gio, Digga, das finde ich jetzt aber irgendwie... Was ist denn das hier, Digga? Wer war das denn? Hä? Das war safe nicht Kasa, das wüsste ich. Jiggy. Wenn Jiggy das gerappt hat, Bruder, dann bin ich mies enttäuscht. Das hat er nicht gemacht. Sponge, es muss Ente gewesen sein im VBT. Das muss Ente im VBT wahrscheinlich gewesen sein, oder? Also JBB nicht. Oder? Also dann hätte ich die, glaube ich, mehr im Kopf. Es muss Ente gewesen. Spongy kenne ich alle Lines, die er gegen mich gebracht hat. Kasa, der traut sich das nicht. Mein kleiner Bruder, der weiß direkt auf die Fresse. Jay Jiggy, der mag mich und hat mich lieb. Der würde sowas nicht machen. Und Entertainment, der war ein Frechdachs, ist ein Frechdachs und wird mich da komplett wieder beleidigt haben. Was war denn Lizenzen des Killers? Was ist das für ein Song, Digga? Und wieso beleidigt er mich? Da hat er mich da auf irgendeinem Album beleidigt, oder was? Auch hier müssen wir uns distanzieren. Gio, bitte direkt hierhin wenden. Jenny on Fleek. Jenny on Fleek. Bitte einmal notieren. Einmal notieren, sollte dieser Name hier im Chat auftauchen, gibt's eine Schlachtung. Jenny. Ich bin so Rap, ich fress Spaghetti mit der Stimmgabel, Digga. Ich bin so Rap, ich fress Spaghetti mit der Stimmgabel. Das ist eigentlich lustig. Niemals Flair, dafür ist die Line zu lustig. Ich bin so, ich fress Spaghetti mit der Stimmgabel. Es könnte wieder Caruso sein. Nico KZ, maybe. Ich sag Caruso, aber es ist eigentlich zu offensichtlich. Wahrscheinlich ist es eher Nico oder Mackes. Mac ist wahrscheinlich, aber ich sag Caruso. Ich bin so Gott sei Dank. Okay, siehst du, ich habe mich diesmal nicht beirren lassen. Schreibt es eure Punktzahl in die Kommentare und vergesst das Abo nicht. Es gibt eine Folge ohne ihn. Süß. Sehr süß. Ja, ey, unterhaltsame Folge. Ja, wie viel haben wir geschafft? 12. Oh, echt nur 12? Na gut, 12 Punkte ist jetzt kein Ding, auf das ich so ultra stolz bin, aber auch keins, für das ich mich schäme. Ist okay. 12 Punkte ist okay. Oh, Junge, Alter. 12. Einmal Link rein, Leute. Ihr könnt auch gerne eure Punktzahl da mal in die Kommentare klatschen, damit die schön wissen, wie die Statistik aktuell aussieht. Ein bisschen Liebe da lassen. Däumchen hoch.